Elsassisch ist bombisch. Herzlich willkommen in unserer neuen Sendung. Bonjour Delphine. Bonjour Isabelle. Es ist ein Plaisir für uns, dich, unsere Miss Alsace, unsere Miss France 2012, für unsere erste Sendung empfangen zu dürfen, Delphine. Das freut mich. Wir kommen heute zusammen für unsere erste Sendung und wir möchten ein bisschen von unserer elsässischen Sprache reden. Und mit Alsace-Wein möchten wir zeigen, dass es heute noch einen Zweck hat, elsässisch zu reden und dass wir auch eine Freude haben können, elsässisch miteinander zu reden. Exakt. Heute reden wir über ein Thema, das heisst über das Elsässische und Kinder. Mhm. Wir wissen, Delphine, dass du dich stark eingesetzt hast für die Kinder in der Schule. Und wir möchten gerne wissen, was du heute mit den Kindern machst. Ja, es ist wichtig für mich, in allen Leuten zu zeigen, dass ich wirklich stolz bin, meine Sprache, unsere Sprache reden zu können. Ja, dann gehen wir jetzt mit dem Yves Bisch in ein paar Schulen im Sungeuil, ein bisschen für die Kinder Elsassisch beizubringen. Dann wir singen miteinander, wir spielen auf Elsassisch. Und wir lernen ein paar Worte vom Alltag. Ja. Ja, und so weiter. Schöne Sachen. Ja, also kann man jung, modern sein und doch trotzdem auch frei haben und stolz sein, Elsassisch zu reden. Genau. Petit cours d'alsacien par Delphine Vespizer. L'ancienne Miss France se fait l'ambassadrice de l'alsacien, une langue aujourd'hui en voie de disparition, mais que Delphine s'attache à faire vivre, dans les écoles, les maternelles ou encore dans les périscolaires, comme ici à Folgensbourg. L'alsacien, pour elle, cela signifie beaucoup. J'ai grandi là-dedans, donc j'ai baigné là-dedans, et voilà. Et comment dire, ce lien à l'alsacien, bah c'est le lien en fait que j'ai eu par mon grand-père, puisque c'est lui qui m'a appris l'alsacien et au jour d'aujourd'hui, ben, il n'est plus là et je continue l'alsacien, donc ça m'émeut. Donc ça me fait plaisir, en fait, c'est vraiment pour lui que je continue ça, quoi. J'espère qu'ils retiendront tout ça et voilà. Et qu'ils ont pris plaisir surtout. Ça vous a plu, les enfants ? Oui ! Ils étaient une quarantaine entre 3 et 11 ans à suivre cette petite leçon d'alsacien. Et en plus de s'être bien amusés, cerise sur le gâteau, certains ont même retenu quelques mots. À m'en aller, à faire à m'aider, à assaler, vraiment, à pour parler. Je peux vous chanter une chanson si vous voulez. Aussi. Mina, mina, mama, het a pum pum stand, a pum pum stand, a pum pum stand. Mina, mina, papa, het a Kochlöffelhand und schnappt ihr Mama auf den pum pum stand. Ich weiß, Isabelle, dass sie auch viel machen. Im Elsassischen Sprachamt? Ja, genau, Delphine, wir machen viel für die Kinder. Es ist für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe dir ein paar Songs mitgebracht. Oh, zum merci. Beispiel eine CD, das sind Schlaflieder. Ja. Wir machen auch Spektakel in der Mediathek, in der Schule auch. Ja. Und wir haben auch ein bisschen, das heißt Mimi und Leo. Da kann man super Geschichten erzählen auf Französisch, Deutsch und Elsässisch. Hast du schon Kinder, Delphine? Nein, noch nicht, aber vielleicht kann ich das bald für später. Ja, gern. Merci. Und jetzt ein paar Bilder. Das Elsässische Sprachamt organisiert und unterstützt zwei- und dreisprachige Spektakel in der Elsässischen Schule und Mediathek. Das Ziel dieser Spektakel ist, dass Kinder die regionale Sprache und Kultur entdecken und erleben können. Nous faisons une représentation du spectacle devant les élèves et les enseignants.
Après quoi, nous intervenons dans les classes sur des thèmes différents. Alors, ces ateliers se font parallèlement en français, en alsacien et en allemand. Chacun d'entre nous intervient avec un support différent. Ils ont une approche artistique qui est beaucoup plus développée que les enseignants, puisque nous, on reste plutôt dans le cadre pédagogique, enseignement, mais on n'est pas formé vraiment au métier de l'art, à proprement dit. Det vi ofte byen oftrat, sind Künstler aus dem Elsass. Sie waren vom Sprachamt dazu gebracht, zwei- oder dreisprachige Spektakel auf Bühne zu stellen, auf Elsassisch, Deutsch und Französisch, für als Kinder wieder eine Freude daran haben, Elsassisch zu hören und zu reden. Was aber zur gleichen Zeit auch wichtig ist, ist die Aufmerksamkeit von den Erwachsenen, wie hier sind, zu wecken und nicht zu sehen, dass Elsassisch ein Vorteil ist. Dadurch haben sie bestimmt mehr Lust, Elsassisch den Kindern wiederzugeben. So, Delphine, wir sind jetzt bald am Ende von unserer Sendung. Ja. Ich habe aber etwas gehört. Ich glaube, dass wir die bald wieder sehen auf Alsace. Ja, das stimmt. Aber ich würde heute nicht mehr darüber reden, weil das bleibt eine Überraschung. Okay, merci vielmals und bis bald, Delphine. Merci, Isabelle, für deine Einladung. Und ein großer Schmutz an alle Zuschauer vom Elsass 20. Mach's gut und bis bald. Bis bald.